Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ihr habt euch gewünscht, dass ich auch mal was anderes als Beauty vorstelle. Hier haben wir ihn, den Stranger Things mit Funko Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich werde safe nicht in der Lage sein, euch alle Namen zu nennen. Ich habe die Serie geguckt, aber ich muss gestehen, dass ich nicht mehr jetzt so aus dem FF weiß, wer ist und so weiter. Ich weiß, das ist Eleven oder Elfie, aber ansonsten müssen wir gleich mal weiterschauen. Und ja, genau. Das gibt ja diese Funko-Figuren eben, ne? Und die haben halt auch diese Stranger Things-Reihe, Mensch. Und da habe ich mir gedacht, es wäre vielleicht für die ein oder andere oder den ein oder anderen ganz interessant, wenn wir den mal zusammen auspacken würden. Man kann das Ganze mit Klett öffnen und hat hier auch ein Haus und die entsprechenden Muster bzw. verschwungenen Sachen, die man so halt auch in der Serie sieht. Und ja, ich würde sagen, wir werfen gleich mal einen Blick hinein. 62,99 €. Das ist immer krass bei solchen Lizenzprodukten, ne? Hat das Ding gekostet. Schauen wir mal, was er kann, ne? Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und begleite mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Okay, das ist alles schön eingepackt in so einzelnen Säckchen. Ja, und wir starten auch mit einer kleinen Figur von der Elfie. So schaut das einmal aus. Finde ich auf jeden Fall süß. Ne? Funko sind ja quasi diese Figuren, wo du halt diese Riesenköpfe hast. Wow, am 2. Dezember haben wir auch direkt eine ja, normale Figur. Ne? Das ist einmal hier Mike und so schaut die Figur einmal aus mit den Sommersprossen und so. Cool. Aber die werden ja nicht 24 Figuren hier reingepackt haben, oder? Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Ich glaube, hier dürften wir Max drin haben. Eine sehr, sehr toughe Lady. Hier haben wir die Nummer 4 und das Ganze ist hier komplett sortiert. Das dürfte unser lieber Lukas sein und so schaut er einmal aus als Funko-Pop-Figur. Ich weiß gar nicht, was macht man damit? Spielt man damit oder stellt man die sich einfach hin? Ich verstehe noch nicht so ganz den Sinn, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Am 5. Dezember haben wir einmal Will hier drin und so schaut der junge Mann einmal aus. Mit seiner ja sehr klassischen Frisur, um das mal so zu sagen. Das ist nicht Steve am 6. Dezember. Wer ist das? Das weiß ich gerade aus dem Stegreif. Leider nicht. Wenn ihr das wisst, schreibt mir das super gerne mal in die Kommentare. Fällt mir gerade echt nicht ein. Ja, denn am 7. Dezember haben wir Steve drin. Würde ich auf jeden Fall sagen, ne? Dass der das ist. So schaut einmal die Nummer 7 aus. Mit einer Axt in der Hand. Oh, muss man vorsichtig sein. Das ist auch ein bisschen beweglich, ne? Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Hier haben wir auch wieder eine Lady drin. Auch hier weiß ich leider nicht, wer das ist. Also ich kann mich wirklich nur noch an die Hauptcharaktere erinnern. Und da fehlt mir persönlich eigentlich nur noch Dustin. Das ist Nancy! Ich glaube, das soll Dustin sein, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Das würde mich auf jeden Fall am ehesten an ihn so erinnern, wegen dem Haarband. Also wir haben bislang in jedem Kläppchen wirklich eine Funko-Pop-Figur drin gehabt, in klein. Und auch in der Nummer 10 darf es mit einer Figur weitergehen. Da haben wir einmal diese Figur hier. Da würde ich vermuten, dass wir den Bruder drin haben. Wie hieß der denn nochmal? Am 11. Dezember haben wir eine Lady hier drin enthalten. Da weiß ich wirklich nicht, wie die Dame heißt. Ne, sie hat auch hier so eine Schirmmütze auf, Surfer by Boy Pizza. Keine Ahnung, wer das ist. Leute, ich glaube, wir haben jetzt wirklich in jedem Kläppchen auch immer so eine Figur drin. Das finde ich echt cool. Hier haben wir ihn, das, wie heißt der? Das Böse. Kann das sein, dass dieses Wesen ein Demogorgon ist und so heißt? Ich denke schon, ne? Nach so vielen freundlichen Kämpfern, sage ich jetzt mal, brauchen wir auch den Gegenspieler. Auch am 13. Dezember geht die wilde Reise weiter. Auch das ist eins der ja, Monster, die halt dort vorhanden sind. Ne? Schaut einmal so aus. Okay, die kann man wirklich dann auch quasi, dass sie gegeneinander spielen oder so. Ich weiß es nicht. Ich finde es auch ehrlich gesagt ganz cool, dass hier nicht irgendwelche Füllsachen oder sowas drin sind. Raschel, raschel. Ab 14. Dezember haben wir auch eine Lady hier drin. Hier weiß ich auch leider nicht, wer das sein soll, aber hier haben wir die junge Dame und die hat eine hübsche Frisur. Zum 15. Dezember haben wir hier noch jemanden drin. Hä, das ist doch Jonathan. Okay, dann habe ich mich eben vertan. Okay, okay, das ist er auf jeden Fall. Würde ich sagen, so von der Frisur her, ne, würde das ganz gut passen. Am 16. Dezember haben wir auch noch eine weitere Figur hier drin. Und huch, das ist eine Frau. Also ich glaube, Frauen sind hier quasi mit Wimpern dargestellt und Männer ohne. Und so schaut sie aus. Genau.
Eine Woche vor Heiligabend haben wir auch noch einen Mann hier drin enthalten, der einmal so ausschaut. Blonde Haare, hier weiß ich wirklich nicht, wer das sein soll. Schaut, wie gesagt, ganz ernst drein. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Nein, wie witzig ist das denn? Okay, das ist quasi ein Gag-Produkt mittendrin, ne? Das ist ein Tannenbaum. Und hier oben drauf haben wir quasi eine böse Blume, ein böses irgendwas als Weihnachtsstern. Am 19. Dezember haben wir nochmal Elfie drin. Doch, hier sind tatsächlich manche Figuren dann doppelt auch wohl drin enthalten, aber halt in anderer Aufmachung, ne? Okay. Cool. Die hat irgendwas Weihnachtliches auch an. Also für mich sieht das aus wie ein Weihnachtskleid, dieses rot-grüne, ne? Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Natürlich dürfen die anderen Charaktere sich dann auch nochmal wiederholen. Da haben wir hier den Lucas noch einmal drin enthalten. Und es sieht jetzt so aus, als würden die dann quasi in der Weihnachtswoche weihnachtliche Kleidung tragen. Wie nice! Also dann sind die raus aus ihrem Angriffsmodus und sind rein im, Weihnachtsmodus. Die haben Ferien. Okay, ist das nicht die kleine Schwester von Lucas dann? Die war ja auch irgendwie mit dabei, ne? Am 21. Dezember bekommt selbst der Dermogogon eine Weihnachtsmütze auf. Ich glaube, Fans werden das richtig doll feiern. Ich glaube schon, dass das cool ist, oder? Ich finde es auf jeden Fall super. Am 22. Dezember bekommt auch Mike eine Mütze auf. Vollkommene Eskalationsstufe von ihm hier, ne? Wie geil. Am 23. Dezember haben wir wieder diesen ernsten blonden Mann drin. Ist das Jim? Jim Hopper? Also Hopper Hopper, also ne, der Ziehvater von Elfie würde ich ihn jetzt mal nennen. Ist der das? Oder ist das noch wer anderes? Verwirrend, weil der ist zweimal drin. Und hier bin ich jetzt echt mal gespannt, was sie als Highlight in die 24 gegeben haben. Der Tannenbaum steht Kopf, die andere Welt, ne? Okay, auch die dürfen einen Tannenbaum haben. Herzlichen Glückwunsch. Ha! Ja Leute, was sagt ihr zu dem Adventskalender? Für mich persönlich ist es so, für Fans der Serie, die auch gleichzeitig diese Funko-Figuren feiern, ist es, glaube ich, echt eine coole Sache, dass man sich so einen Adventskalender holen kann. Wenn ich das jetzt einfach mal vergleiche, ist ja natürlich super viel teurer als die Lego-Adventskalender. Aber man bekommt hier wirklich ausschließlich Figuren aus der Stranger Things-Serie und halt auch nur diese Funko-Figuren. Man hat da kein Killifit oder so mit dabei, so irgendwelche Geschenke oder sonst irgendwas. Die Tannenbäume, ja, aber das passt irgendwie halt auch. Also ich glaube schon, dass wenn man halt sowohl Funko als auch die Serie toll findet, dass der Adventskalender richtig gut sein wird. Schreibt mir aber gerne eure Meinung in die Kommentare. Sicherlich sind hier ja auch welche dabei, die beide Sachen total großartig finden. Wie findet ihr, dass der Adventskalender aufgemacht ist? Und was mich auch interessieren würde, was macht man dann mit den Figuren? Spielt man damit? Setzt man die irgendwo hin und macht dann da quasi ihren Setzkasten oder so? Das fände ich auch mal interessant. Dann wäre es das hier schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.